Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu meinem Let's Play Vindictus. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was verbessert und auch ein bisschen gelevelt nebenbei. Und ja. Ich würde sagen, ich hau mal direkt in Gefechtsquest ein. Ah, da sind wir ja falsch. Wir sind ja mittlerweile schon mal weiter. Und zwar hier. Welle der Gerüchte. Die werden wir natürlich auslöschen. Ich habe bis jetzt immer noch nicht mit anderen Leuten gespielt, also in der Gruppe, in der Party. Es dauert einfach sehr lange, bis jemand da joint. Vor allem, man muss ja auch Level bereit sein. Dauert mir zu lange. Ich habe ein paar neue Sachen herausgefunden, die man in den Dungeons machen kann. Oh, das sieht super aus. Ah, scheiße, das war ein Fehler, ich hab gar keine Tränke. Packen wir mal direkt den Skill Number 1 aus, würde ich sagen. Ach, wir haben noch einen. Besser aus. Das ist unser stärkster Skill. Dann haben wir noch der tut so einen Bandkreis herum, in den Gegner Schaden kommt. Dann haben wir noch Slaughter-Tiere. Gut, viel Ausdruck und auch Damage. Kosten, sag ich jetzt mal, über den anderen. Und wenn ich hier dann bin und 6 bzw. die Taste drücke, dann kosten. Das ist auch gut. Schlagen. Und nicht nur das. Ich kann ihn auch mit seinem Freund hier schlagen. So. Oder direkt. Ah, jetzt muss ich für den erstmal. Sachen, die finde ich ganz, ganz coole Features sind halt. Die laufen nicht wieder in die falsche Richtung.
diese Gefechtsrunde fehlschlagen wird, da ich keine Tränke habe. Und ich glaube, wir müssen einen Bossfight absolvieren. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Das ist wieder ganz cool. Oh, drei. So wie ich es geahnt habe, haben wir leider verloren, aber das macht gar nichts. Okay, muss man... Also das ist wieder Pay to Win. Okay, naja, wir müssen zurück zur Stadt. Nein, meine erste Gefechtsquest ist, wie ich... Naja, mit ein paar Tränken mehr geht das wieder. Also schwer waren die jetzt nicht, aber mit wenig Leben muss man halt aufpassen, dass man nicht abnippelt. So, da müssen wir ins Magielabor für ein paar neue Tränke. Und dann können wir... direkt wieder machen. Rüstung craften, bla bla bla, Handel. An
Das Booster brauchen wir nicht. Na, 20 sollten reichen. Ist ja nur für Notfälle. Ach, da kann man glaube ich nicht fest abgeben. Dann tun wir das jetzt nochmal. What the fuck, der Typ sieht aus wie Frankenstein. Frankenstein. Einstein. Falscher Stein. Wortspiel. Vom rein optischen her sieht das hier, finde ich, aber auch viel geiler aus, aber das andere hat halt mehr Defense und wir müssen deffen. Was kann man denn hier noch rausschmeißen?